Wann kommt Papa denn endlich? Woher soll ich das wissen? Keine Ahnung, vielleicht hat er dir irgendwas gesagt. Der redet mit mir nämlich über sowas. Ist draußen viel los? Nein, absolut tote Hose. Komm, Papa, schneller! Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Schnell, ich will zum Wasser! Na komm jetzt! Na komm! Ja, Wasser! Na komm! Na komm, das macht Spaß im Wasser. Los, komm! Fang ein bisschen schneller, Mann! Dauert ja ewig. Papa, komm jetzt! Komm ja schon! Los, mach! Warte, ich komme ja. Na komm jetzt, ja. Mach hinter! Komm jetzt! Boah, ist das schön hier. Ja, richtig schön. So. Weißt du was, Papa? Ich habe noch eine gute Idee. Wir könnten noch Steine flitschen. Oh ja, das können wir machen. Stimmt. Oh ja, hier sind welche. Naja, einen habe ich noch. Oh, Mist. Hast du es geschafft, toll. Ja, viermal. Hast du das gesehen? Wartet. Na los, komm jetzt. Und Daddy, es gibt Pizza, los. Nee, wirklich lecker, ja. Aber du kochst, ja? Ich hab Hunger. Na los, mach hin jetzt. Ich komme, ja. Komm, es gibt Essen, los. Manchmal geht er zu weit. Dann könnte ich den umbringen. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich muss irgendwas unternehmen. Wir müssen dringend über was reden. Worüber denn? Ich habe das Gefühl, nur weil ich blind bin, bevorzugst du Franziska. Du machst alles mit ihr und nichts mit mir. Ihr lacht zusammen. Ihr spielt zusammen und ich sitze einfach nur in der Ecke und mache nichts. Das stimmt nicht. Doch. Ich kann nichts dafür, dass ich blind bin. Ich würde das auch gern ändern. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr mich nicht dabei haben wollt, nur weil ich blind bin. Also ich wollte dich natürlich immer mit dabei haben und daher, das stimmt nicht. Aber du behandelst mich, als wäre ich ein kleines Mädchen. Und das bin ich nicht. Ich komme schon gut damit zurecht, dass ich blind bin. Weil ich jetzt auch weiß, dass es einfach so ist und ist. Sich nicht ändert. Gut, also ich verstehe die Diskussion gar nicht. Du musst mir auch einfach mal zuhören, das verstehst du. Es reicht. Das Maß ist voll. Meine Wut hat gerade erst begonnen. Ja? Ich wollte mich entschuldigen. Oh, danke. Deine Hose. Oh ja, das stimmt. Dankeschön. Du, Papa, kannst du... Schläft er schon wieder? Papa, aufwachen. Papa! Ah! Hallo Lucy, kannst du bitte ganz schnell kommen? Es ist was richtig Schreckliches passiert. Ja, jetzt! Du kannst? Super! Hey, was ist da passiert? Ich weiß auch nicht. Mein Vater liegt irgendwie rechts in der Küche. Hast du schon nachgeschaut, was mit ihm ist? Nein, also ja, also ich habe nachgeguckt, aber er antwortet nicht. Also hast du die Polizei schon gerufen? Nein, habe ich nicht.
Wo ist denn die betroffene Person? In der Küche. Schickt man doch einen Notarzt und einen Krankenwagen. Sie ahnen nichts. Wer würde aber auch schon die kleine, süße, blinde Schwester verdächtigen? Wir müssen die Sachen untersuchen. Schau mal, das sind genau die gleichen vom Glas wie die von deiner Schwester. Aber warum sollte sie das Glas angefasst haben? Die Fingerabdrücke waren auch auf der Tablettenschachtel. Sie war es nicht. Hallo, Kommissarin Pfiffer. Na, ich bin ja der Meinung, dass es Sarah Pfiffer ist, aber... Ja. Nein, das ist sie nicht. Sie würde doch nicht ihren eigenen Vater umbringen. Lass uns doch einfach Sarah befragen. Kommissarin Pfiffig ist erkrankt, weshalb wir nun mit Ihnen die Vernehmung durchführen. Sie sind beschuldigt in einem Mordverfahren. Gegenüber Ihrem Vater, was sagen Sie dazu? Ich meine, ich bin seine Tochter, wieso sollte ich ihn töten? Wo waren Sie denn, während er vermutlich gestorben ist? In meinem Zimmer, die ganze Zeit. Und was haben Sie dort gemacht? Ich lag in meinem Bett, hab gegrübelt. Und Sie haben keine auffälligen Geräusche gehört? Nein. Ich denke ja schon. Ich denke auch. Also als wir dann am Tatort aufgeschlagen sind, haben wir diesen natürlich erstmal untersucht und wir haben... Wie sagen wir das? Was haben wir denn gefunden? Schlafmittel gefunden. Wieso sollte ich Schlafpillen in ein Glas machen und dann meinem Vater geben? Woher wissen Sie denn, dass Ihr Vater vergiftet wurde mit einem Glas? Zufälligerweise haben wir auch Fingerabdrücke auf dem Glas und auf dem Schlafmittel gefunden. Können Sie dazu was sagen? Die zu Ihnen gehören. Also, ich habe nichts dazu sagen. Sehr schön, wir auch nicht. Herein. Papa lebt. Wir beenden das jetzt hier und kommen nochmal auf Sie zurück. Glaubt mir, ihr werdet euch noch umsehen. Und gestorben.